Und herzlich willkommen zum Live bei Hotel Spider. Grüezi, moin moin, hallo zusammen. Cool, dass ihr dabei seid heute beim Livestream von Hotel Spider. Ich habe natürlich wie immer damit dabei den Marco. Hallo, schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, alles zusammen. Und wir haben heute einen Gast mit dabei, den Markus Müller von der Firma Gawendi. Schönen guten Morgen, Markus. Cool, dass du dabei bist. Guten Morgen, danke, dass ich dabei sein darf. Wir haben heute ein Thema aufgefasst. In den letzten Livestreams sind wir so ein bisschen abgeschweift, zum Teil ein bisschen in die Zukunft, wie das Ganze aussehen könnte. Diesen Monat wollen wir wieder ein bisschen bodenständiger sein und ganz konkret über Themen sprechen, die am Montag früh oder was ist heute Mittwoch, am Donnerstag früh für euch relevant sein können, die ihr anpassen könnt. Wir wollen über die Conversion sprechen, auf der Buchungsmaske, über Conversion generell sprechen. Aber lass uns doch ganz kurz anfangen. Ich weiß nicht, ob dich alle kennen. Markus, stell dich so ganz kurz vor, wer du bist, was du machst. Ja klar, danke. Ja, mein Name ist Markus Müller. Ich bin beim Co-Founder von der Firma Gawendi. Was wir machen bei Gawendi, wir machen dynamisches Inventar merkmalsbasiert, setzen uns auf die Property Management Systeme auf und auf diese Plattform ermöglichen wir dann neue Art von Distribution, neue Art von Direktverkauf, also Buchungslösung, sowie auch neue Arten von Revenue Management und neue Automatisierungsmöglichkeiten durch diese neue dynamische merkmalsbasierte Inventar Logik, die wir haben. Und wir sind Genau. jetzt, ja, wir sind 2 Jahre, 2,5 Jahre am Markt mit dem Produkt oder 2 Jahre mit dem Produkt jetzt, 3 Jahre mit der Firma. Ja, und so weit läuft es sehr gut. Sehr cool. Also genau, der Markus ist eigentlich ein Partner von uns. Wir haben auf einer gewissen Ebene ähnliche Produkte. Wir versuchen bei der Buchungsmaske-Seite Hotelzimmer verkaufen. Ihr habt aber einen sehr, sehr anderen Ansatz, eben auch noch in andere Bereiche. Und wenn wir sich auch kurz anschauen, später noch diesen Unterschied zwischen dem klassischen produktebasierten Verkauf, wo du ein fixes Produkt definierst, zu dem Verkauf, wo du eigentlich sagst, das gibt es alles bei mir im Haus, such dir aus, was genau du davon haben möchtest. Egal, was genau das Format ist, welches Szenario man wählt, nochmals, es gibt auch hunderte von Produkten auf dem Markt. Da wollen wir nicht so ganz in die Details reingehen. Es ist wirklich diese Idee dieser Buchungsmaske, der Direktverkauf. Wir haben es durch Corona, also auch in den Statistiken, die wir letzten Livestream angeschaut haben mit dem Roland. Man sieht ganz klar, die Direktbuchungen sind hoch, nehmen jetzt aber langsam wieder ein bisschen ab. Und ein großer Teil dafür ist natürlich einfach Convenience, einfach, schnell bedienbar und dieser Fokus auf dieses Zentrum. Also ich finde dieses Bild von den Spokes and Wheels, also dass die Website wirklich das Zentrum vom Marketing, von der Distribution ist und eigentlich alles dahin führen sollte, dann ist im Prinzip diese Buchungsmaske der Kern davon, damit dann auch wirklich Umwandlungen kommen, damit Buchungen kommen. Und auch da haben wir intern oder mit Kunden auch immer wieder die Diskussion, das muss ganz vieles machen und natürlich die Priorität ist immer, es muss hübsch aussehen. Wir versuchen da immer den Fokus ein bisschen wegzunehmen vom persönlichen Geschmack, vom wie es genau aussieht, etc., zu dem datengetriebenen Ansatz, zu den Conversions. Ich habe noch ganz kurz hier einfach nochmal die Definition mitgebracht. Wir sprechen in dieser Session sicher relativ viel über Conversions. Ich habe jetzt mal ganz eine einfache Berechnung. Es geht einfach darum zu schauen, von den gesamten Personen, die jetzt zum Beispiel auf der Website oder der Buchungsmaske waren, wie viele von denen haben dann effektiv bei euch was gekauft? Also ist super toll, ganz viele Menschen auf der Webseite zu haben, aber wenn wir danach nicht schaffen, die im Prinzip weiterzubringen zu einem nächsten Schritt, wir sprechen jetzt hier bei der Conversion wirklich darum, dass sie eine Buchung abschließen. Man kann natürlich Conversions auch anders definieren und sagen, wenn der irgendwo mein Newsletter abonniert oder sonst was, ist es auch schon im Prinzip eine Aktion, die er gemacht hat. Hier geht es uns jetzt wirklich darum, Buchungen abzuschließen und die Leute weiter in diesem Funnel durchzukriegen. Aber Marco, du hast, glaube ich, so ein paar Statistiken, ein paar Ideen, um so einfach eine Pi mal Daumen-Idee zu kriegen, wo man sich da bewegen könnte oder was Sinn machen würde oder wann man sich vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte in dem Bereich, mitgebracht. Ja, klar. Also jeder hofft sich natürlich immer, dass man für sein Marketinggeld
einfach ein 100%, 200%igen Return on Investment bekommt. Dabei ist, wenn wir über diese Konversion reden, öfters die Realität, vor allem von der Anzahl von Leuten, die man damit bekommt, versus wie viele Buchungen man am Ende hat, sind die Zahlen öfters vielleicht etwas niedriger als erwartet. Also was sind dann heute eigentlich die richtigen Zahlen? Wir haben da ein paar Zahlen für 2019, also vor Corona, und da etwas aktuellere Sachen. Und wie Lisha vorher auch schon gesagt hat, man kann messen ab der Webseite oder erst, wenn die Leute bei der Buchungsmaske ankommen. 2019, Durchschnittskonversion von einer Webseite war eher so Richtung die 0,81%. Das heißt, weniger als eine Person, die auf ihre Webseite kommt, tätigt am Ende des Tages eine Buchung. Heute liegen wir zum Glück, das heißt auch, dass die Webseiten immer wieder besser werden, dass Leute auch mehr Zeit drin investieren, liegen wir in der Nähe von 2%. Das heißt, 2 Leute von 100, die auf ihrer Webseite kommen, tätigen am Ende des Tages auch eine Buchung. Und für diese Leute, wenn wir dann nur die Buchungsmaske anschauen, in 2019 wieder, war so im Durchschnitt die Zahl bei 3,6. Und heute liegen wir da wieder etwas höher bei rund 4%. Da sehen wir auch natürlich sehr großen Unterschieden. Manche Buchungsmasken für bestimmte Hotels performieren extrem gut und man liegt höher, kommt in der Nähe von 6, 7, 8%. Aber wir sehen natürlich auch quer durch den Hotels und die Buchungsmaske, dass es wesentlich niedriger sein kann. Also es gibt bestimmte Sachen, die man machen kann, um das zu beeinflussen. Das braucht natürlich ein klein bisschen Arbeit. Genau, lass uns doch da reinspringen. Es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die das beeinflussen, was man damit machen kann, wie man damit umgehen kann. Markus, vielleicht von deiner Seite, wo würdest du anfangen zu sagen, da müssen wir optimieren? Nein, ich meine, ihr habt ein paar gute Punkte gesagt. Ich möchte vielleicht an zwei Sachen ansetzen dort. Einmal, was du gesagt hast, datenbezogen handeln und nicht. Es gilt hier nicht der schönste oder persönlich bezogen. Wie sieht das? Oh, das sieht aber toll aus. Und hier ist das Bild rund und da ist das Bild eckig. Das ist für mich auch der falsche Ansatz. Das machen aber viele Hoteliers. Auch meiner Erfahrung oftmals, die gucken dann, oh, was gefällt mir? Aber das interessiert ja gar nicht, weil es interessiert, was der Gast, es interessieren die Daten und datenbezogenes Entscheidungen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also absolut der richtige Ansatz. Und wenn man sich mal die OTAs oder die OTAs anschaut, naja, schön ist der Buchungsprozess nicht, ja, aber die machen eine ganze Menge mehr Umsatz, beziehungsweise eine höhere Conversion als die meisten Hotels. Aber da geht es halt dann nicht unbedingt nicht immer um Schönheit, sondern um andere Sachen. Und das Zweite, was du sagst, was Markus sagt, ist absolut. Es hängt ja nicht nur immer nur mit der Buchungsmaske ab, sondern es sind viele andere Faktoren, die auch da eine Rolle spielen. Ne? Wie ist meine Markenstärke? Habe ich überhaupt die richtigen Leute angesprochen? Ja, ich meine, wenn ich da irgendwelche Leute attracte auf meiner Webseite, die gar nicht dahin wollen, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn du keine Conversion hast. Und das andere sind, die ganze Verkaufsstrategie spielt eine Rolle. Wenn ich natürlich bei den ganzen Drittanbietern, bei den ganzen Superprogrammen mitmache und da auch noch günstiger verkaufe, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich natürlich auf meiner eigenen Buchungsstrecke auch nicht so viele konvertiere. Das heißt, man muss sicherlich das ganzheitlich anschauen und ihr habt schon recht, und das muss datenbetrieben sein. Und das Schlimme ist, man muss, oder das Schwierige ist, nicht das Schlimme, das Schwierige ist, dass man eben diesen Kontext, was für eine Datenstruktur, was für eine Preisstruktur, was für Markenaktivitäten, muss man alles mit berücksichtigen, damit man das überhaupt deuten kann. Und das ist so unser Ansatz. Und generell, ja, vielleicht spiele ich den Ball wieder zurück zu Marco. Ich meine, da gibt es dann verschiedene Ansätze natürlich, wie man eine Buchungsstrecke gestalten kann. Wir kennen alle das Problem, diesen Paradox of Choice: Wenn du dem Kunden zu viel Auswahl gibst, dann ist er verloren. Gibst du ihm zu wenig Auswahl, muss er vielleicht anrufen. Das hängt natürlich auch wieder an dem Produkt oder an dem Hotel, was du im Endeffekt dann hast. Das heißt, richtig oder falsch ist ja auch schwer, aber eins kann man schon sagen, die meisten Hotels
ich glaube, die killen jeden Bucher mit ihren, die haben Kategorien und dann haben sie nochmal zig Ratenpläne darunter, weiß ich gar nicht mehr, was ich nehmen soll. Und dann dauert es eine Woche, bis ich mir ausgesucht habe, was ich überhaupt buchen kann. Und das ist sicherlich kein Conversion-Driver. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Dann bevor wir, du redest schon sehr stark über die Buchungsmaske. Erster Schritt ist natürlich, dass wir den Gast auf die Buchungsmaske kriegen. Ja. Und da sehen wir heute schon extrem großen Unterschieden zwischen den Webseiten von den Hotels. Diejenigen, die richtig Konversion treiben wollen, die haben einen Knopf, ein Formular auf richtig jede Seite von der Buchungsmaske. Egal wo man ist, man hat immer den Wahl, ich kann jetzt auf einen Knopf klicken, ich kann eine Buchung starten. Und dann haben wir natürlich komplett das Gegenteil, wo die Buchungsmaske irgendwo versteckt hinterlegt ist. Ja, ich kann online buchen, aber als Gast muss ich mich erstmal durchkämpfen, vielleicht auf der erste, zweite, dritte Seite, um erstmal zum Formular zu kommen. Und da, egal welche Lösung, wir bei HotelSpider, wir bieten ein WordPress-Plugin, einfach zu implementieren. Ihr habt sicherlich auch Sachen, damit es einfach implementiert wird. Wir wissen auch von anderen Spielern, gibt es x verschiedene Lösungen. Aber das ist richtig Punkt 1. Leute, sorgt dafür, dass der Gast richtig auf jede Seite von ihrer Hotel-Webseite buchen kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist der größte Disconnect, auch dass wir, den wir immer sehen. Also ich meine, und auch nur eine schöne Webseite hilft nichts, wenn ich nicht finde, wo ich buchen kann. Ja, ich glaube, das ist dieses Umdenken. Ich glaube, da ist halt einfach, sagen wir mal, eine Webseite vor 15 Jahren war im Prinzip noch das Highlight, dass man eine Vitrinen-Webseite hat, dass man findbar ist, dass man dann die Telefonnummer darstellen kann. Viele Hoteliers haben das, glaube ich, auch schon sehr gut verstanden und pushen in wirklich diese E-Commerce-Richtung, sehen ihre Webseite als E-Commerce-Tool. Und auch da wieder in der heutigen Welt, glaube ich, ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, wie du vorhin gesagt hast, Markus, wen kriege ich denn auf diese Webseite? Wie kann ich meine Kunden, weil ich habe natürlich auch Kunden, die kommen, Gäste, die kommen, die anrufen, denen muss ich Informationen geben, die muss ich irgendwo hinleiten, damit die ganz schnell und offensichtlich alle Informationen finden, die sie brauchen. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht irgendwelche Firmenpartner, die wieder andere Informationen brauchen. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch noch Supplier und der Bäcker, der mich sucht, regional oder was auch immer, um mich zu kontaktieren. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich meine Kunden. Und da wirklich eine klare Strategie zu haben, um zu sagen, meine Webseite, da wo ich mein Marketinggeld investiere, da wo ich investiere, das ist eine E-Commerce-Plattform, die ist gezielt auf meine potenziellen zukünftigen Kunden, die bei mir buchen sollen. Die ganzen anderen Sachen, die muss ich irgendwo reinbringen, die muss ich sinnvoll entweder auf eine Gästemappe oder irgendwo sonst leiten. Aber ich glaube schon mal diesen Gedanken, es ist eine E-Commerce-Plattform, ich brauche Umwandlung, das Ziel meiner Website ist Umwandlung. Ich glaube, da startet schon ganz viel und das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Den anderen Punkt, den ich gut gefunden habe, und das ist auch eine Diskussion, die wir immer wieder führen, das ist im Prinzip diese, ich nenne es jetzt mal ganz grob global, diese Parity-Diskussion, die wir auch hier auf dem Livestream schon ein paar Mal geführt haben, wo du sagst, du musst natürlich deine ganzen Plattformen unter Kontrolle haben. Wenn der Kunde dich günstiger, attraktiver, besser bei einer anderen Plattform findet, dann wird er nicht bei dir buchen. Also wir haben gewisse Kundensegmente, geht auch wieder darum, mit wem spreche ich, die werden nie bei mir buchen. Wenn ich aus fernem Asien ein Individualreisen habt, der jetzt zum Beispiel in die Schweiz oder nach Deutschland kommt, dann ist die Chance, dass die auf einer deutschen Webseite oder einer französischen Webseite dann direkt buchen, sehr, sehr klein. Und da muss man sagen, den werde ich nicht erreichen. Aber die lokaleren, die Stammgäste, die aus der Region kommen, da muss ich dafür sorgen, dass die bei mir immer besser buchen können. Das ist oft eine Diskussion. Was biete ich denn da an? Was mache ich denn da? Das muss nicht immer der günstigste Preis sein. Da hat man ganz, ganz viele verschiedene Hebel, mit denen man arbeiten kann. Aber auch da, glaube ich, ganz wichtiger Punkt, definiert das. Definiert, was ist denn der Vorteil bei mir und kommuniziert das auch. Klar, eben wie der Marco gesagt, das muss nicht in der 27. Unterseite in den Datenschutzrichtlinien versteckt sein, sondern ganz klar oben dominant hochkommen. Ja, die Umstellung
kommt auch langsam in der Industrie. Wenn wir unserem Partner in der Schweiz sind, von der SAS Academy, die bieten jetzt heute auch schon E-Commerce-Ausbildungen aus für Hoteliers. Also es geht auf die, es ist auf die richtige Schiene, aber es gibt auch noch viele Hotels, die noch einiges machen können. Ja, und das Zweite, was wir natürlich auch sehen, das Zweite, wo der Disconnect ist, ist einmal das, was wir ansprechen auf der Webseite, aber dann den Disconnect, und den haben wir ja ganz häufig, das ist da, wo unser Anstreben natürlich besonders auch ist, dann habe ich irgendwas dargestellt, ich bin jetzt, komme jetzt als Familie, gehe auf die Webseite und möchte buchen, oder ich komme als Einzelreisender und bin Geschäftsreisender und möchte jetzt buchen, dann ist oft ein Disconnect, wenn ich dann den Buchungsbutton finde und das eingebe, dann kriege ich immer das Gleiche vorgeschlagen. Aber das ist unserer Ansicht natürlich da, wo wir ansetzen, sagen, das ist nicht sinnvoll. Weil wenn ich jetzt schon weiß, dass es eine Familie ist, oder ich sage, ich komme mit Kindern, dann zeig mir bitte keine Einzelzimmer, dann zeig mir bitte keine Doppelzimmer, dann zeig mir bitte die Familienkombination. Dann zeig mir bitte die Zimmer nebeneinander. Dann zeig mir doch das, was relevant ist für mich. Wenn ich als Einzelreisender komme, dann zeig mir doch bitte deine die Zimmer, die relevant sind für Einzelreisende. Und jetzt kommen wir in das Dynamische, und da haben wir ganz oft den Disconnect. Und da kommen wir wieder auf, jetzt kommen wir auf das Thema Buchungsmasken zu sprechen. Wie kann das, und das ist da, wo wir die Zukunft auch, also zumindest sehen, dass da dieser Disconnect zwischen, oh, jetzt habe ich den Kunden vielleicht irgendwo abgeholt, habe eine tolle Buchungsseite, ich habe ihm auch möglich gemacht, die Buchung zu finden, aber jetzt komme ich in den Buchungsverlauf rein und kriege erstmal Standardzimmer, Deluxe-Zimmer, Junior Suite, womöglich noch teurer als auf einem OTA, ja, dann brauche ich mich nicht wundern. Genau, da habt ihr ja, da haben wir ein bisschen unterschiedliche Ansätze, also vielleicht ganz ein spannendes Thema, da reinzuspringen. Ich will auch mal ganz kurz mein Bildschirm teilen, um das vielleicht auch für die Zuschauer noch mal ein bisschen zu verdeutlichen. Also man sollte jetzt, glaube ich, meinen Bildschirm sehen. Wir haben ja so heute in der Industrie das auch so ein bisschen verschiedenste Ansätze, wirklich so das klassische produktebasierte Verkaufen, wo wir im Prinzip sagen, ich habe fix definiert als Hotelier, das und das sind meine Zimmer, die kannst du buchen, und habe die dann so aufgeteilt und so registriert und verkaufe die in diesen Kategorien, wie jetzt zum Beispiel wir es machen. Wir haben euren Ansatz, wo wir diese Überschneidung haben, wo ihr im Prinzip sagt, ich nehme jedes individuelle Hotel, jedes individuelle, Entschuldigung, Zimmer und mache im Prinzip jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, hier oben mit meinen Filtern, dass ich ganz genau als Kunde definieren kann, was brauche ich? Möchte ich so ein Bad? Möchte ich so ein Bad? Möchte ich diese Details? Was brauche ich für Extras? Was brauche ich für Betten? Da fände ich von dir ganz spannend, Markus, zu verstehen, wo ist diese Limite? Also diese Limite von, ich gebe dir 37 Parameter. Wie viel wird, wie ist das sinnvoll? Wie gehe ich gut als Hotelier damit um, zu sagen, ich gebe denen, die dies ganz genau haben wollen, ganz viel Wahl, und den anderen, für die anderen mache ich es so einfach wie irgendwie möglich? Ja, also generell versuchen wir immer, also einfaches ist da immer besser. Und wir haben rausgefunden, 6 ist so die magische Zahl. Also wenn du mehr als 6 Produkte zeigst, dann ist das schon, das ist zu viel. Ja, wenn du aber auf der Suche bist, und ich glaube, das ist der große Unterschied. Diese 6 Produkte, die wir dann zeigen, die müssen dynamisch sein. Warum sind das die gleichen 6 Produkte für die Familie wie für den Einzelreisenden? Da ist doch die Kunst. Und das ist der Hauptpunkt. Dann hast du natürlich, und das sehen wir auch, ungefähr 20% jeder Bucher von unseren Kunden, kannst du durch die Bank sagen, die suchen sich Präferenzen aus. Die Kunden hast du auch. Ja? Also die meisten Kunden wissen gar nicht, was sie wollen. Die wissen auch gar nicht, was es gibt. Deswegen muss man das irgendwo dynamisch machen. Aber 20% wissen es ganz genau. Ich sage, ich bin ein leichter Schläfer, ich will einen ruhiger, ich will oberes Stockwerk, etc., etc. Und da haben wir eben diese Form der Buchung, dass wir prozentuale Matches machen. Und somit überfordern wir und haben wir da auch diesen Paradox of Choice sozusagen verhindert. Weil jetzt habe ich gesagt, ich möchte ein großes Bett, ich will eine Dusche, eine bodentiefe Dusche haben, und ich will extra ruhig gelegen und idealerweise noch hohes Stockwerk. Damit kann ich was anfangen. Wenn ich dann sage, hier habe ich ein 80% Match, hab das und das, habe aber nicht das, hier habe ich ein 70% Match, hier habe ich ein 60% Match, hier habe ich ein 50% Match, und beide gucke ich gar nicht mehr. So, aber ich habe schon eine Auswahl für mich aufgrund der Matches, aufgrund meiner Präferenzen. Und da haben wir auch, sehen wir auch gute Vorteile. Also es ist wirklich die Dynamik, die es ausmacht.
und nicht die Überfüllung der Angebote. Und da vielleicht als Klarstellung, es wird ja viel jetzt gerade auch wieder, oder es wurde in den letzten 10 Jahren immer über dieses attributbasierende Verkaufen gesprochen. Und wir sehen ja auch, dass die große Ketten wie IAG jetzt auch wieder gelauncht haben. Jetzt können wir endlich hohes Stockwerk, unteres Stockwerk, Attribute der Zimmer verkaufen. Im Grunde genommen, warum hat das auch so lange gedauert? Aber es geht darum, ich weiß nicht, ob das unbedingt zum Erfolg führt. Für uns, wir haben ganz klar gesehen, die Dynamik, die Relevanz ist die Power. Das ist, ich sage mal, das ist wie ein guter Kellner, der an den Tisch kommt und sagt, hier, unser Special heute ist das und das. Kannst dir aber auch was aussuchen oder machst es möglichst einfach, aber es ist trotzdem personalisiert. Und das sehen wir, ist eigentlich die große Power. Und das Problem bei den attributbasierten Verkauf, wenn du es im klassischen Sinne machst, dann überforderst du sicherlich auch die Gäste, weil die meisten ignorieren das irgendwo, es sei denn, du weißt wirklich, was du willst. Wenn du es aber so machst, wie Amazon Bücher verkauft, andere Leute, die dienstags angereist sind, die wollten alles hohe Stockwerk haben mit hinten raus, dann sage ich, oh, dann sagen 40% bei uns, nimm ich. Und das ist die große Power. Und wie geht ihr davor? Das ist ein ganz spannender Punkt, dass jetzt unabhängig davon, vom Tool, das du genau verwendest, so dieser Gedanke zu sagen, das ist ein Attribute, das ist ein Mehrwert oder das ist kein Mehrwert. Wie geht ihr da mit euren Kunden vor, um da das erstmal rauszufinden? Weil am Schluss vom Tag kann ich ja grundsätzlich, keine Ahnung, dass die Spülmaschine den Knopf rechts oder links hat oder dass das Bett grüne Matratze oder gelbe Matratze hat oder das Fenster, keine Ahnung, also irgendwelche Attribute reinnehmen, wo dann wieder zu weit geht, wo findet man da oder wie geht ihr vor, um da mit dem Kunden, weil das ist ja eine Überlegung, die vielleicht nicht ganz jeder Hotelier gemacht hat, wo man nicht hingesessen ist, gesagt hat, was sind denn diese Attribute, was lohnt sich denn, weil jedes dieser Attribute bei euch hat ja da einen Price Tag, also du hast den Grundpreis und dann praktisch jedes Extra, was dir einen Mehrwert gibt, zahlst du obendrauf. Wie geht ihr da vor, um die rauszufinden, weil das finde ich eine ganz spannende Übung für jeden Hotelier, um da mal sich dessen bewusst ist, was will denn mein Gast überhaupt? Was ist denn wertvoll für meinen Gast? Genau, und ich glaube, das ist der erste Ansatz. Der Ansatz ist, wer sind überhaupt meine Gäste? Und da muss man jetzt mal drüber nachdenken, über die Segmentierung. Also es gibt ja keinen Standardgast, sondern Gäste sind ja irgendwo alle anders, aber ich kann zumindest sagen, was ist denn der Grund der Reise? Reise ich auch, weil ich alleine, weil ich zum Business reise? Reise ich mit meiner Familie, reise ich lange, reise ich aus dem mit meinem Chef, ja, und diese ganzen Geschichten. Und dafür, wenn man da mal sagt, wenn man da nur die Front Office oder die Operative fragt im Hotel, oder dann wissen die Hoteliers das schon ganz genau, ah ja, die Gäste sind eigentlich eher da, weil sie wissen ja, was für Beschwerden sie bekommen. Dann gucken wir mal guckt einfach nur in den Review-Seiten. Bei den OTAs oder bei den anderen Review-Seiten, die es so gibt, dann guckt man einfach. Da gibt es Room-Tipps und man sollte sich nicht wundern, wenn man mal Room-Tipps, dann sieht man das Beste, da sieht man teilweise, und jetzt kommen wir auch wieder, wir sehen ganz oft, da beschwert sich ein Gast über, das Zimmer kannst du nicht nehmen, das ist ganz unten an Boden, das ist total laut. Dann hast du 10 Seiten dahinter, hast du eine Review, das Zimmer ist das Beste, weil da kannst du richtig gut lange schlafen und das ist super für den und den, ja. Und genau das gleiche Zimmer oder genau das gleiche, nur andersrum gedreht, ja, und das kennen wir ja alle aus der Hotellerie. Wie können wir es den Gästen denn recht machen? Und jeder Topf hat auch einen Deckel, sagt man ja. Und genau so kann man vorgehen. Man muss dann nur sagen, dass man nicht komplett überhäuft sich, sondern man sagt, wir nehmen mal die Top 2, 3 oder 4 Zielgruppen, die du hast als Hotel. Wir gucken mal deine Reviews an, was sind deine Problemzonen. Und diese Art von Verkauf funktioniert ja auch andersrum. Zum Beispiel haben wir, wenn ein Zimmer zur Straße ist, ein bisschen lauter. Dann haben wir am Anfang gesagt, so, oh, wie nennen wir das denn? Und bloß gar nichts sagen oder Front View oder vorne raus oder sonst was. Jetzt nennen wir das Ding Zimmer zur Straße, könnte lauter sein. Steht aber unter dem niedrigsten Preis. Ach, das ist dir egal? Du willst den niedrigsten Preis? Dann beschwer dich doch nicht, wenn du zur Straße hin bist. Aber willst du was anderes? Dann zahl doch einen Fünfer mehr. Dann kommst du nämlich nicht zur Straße. So, und das ist, glaube ich, die Krux. Die Transparenz. Seine Zielgruppen kennen und einfach mal die Operative, was sind meine Problemzonen, was sind so die Tipps, die ich so gekriegt habe. Damit fangen wir an und das reicht völlig aus. Also Transparenz, die noisy rooms, noisy smelly rooms und dann einfach den Preis dafür anpassen. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, die Besenkammer muss man auch Besenkammer nennen.
dann kannst du sie günstig verkaufen und der Gast ist immer noch happy. Ich habe da noch eine Frage dann für zum Attribute Pricing, auch im Sinne von Konversionen. Wenn das Haus fast leer ist, hast du eigentlich alle Optionen zur Verfügung, die verfügbar sind. Wie gehst du damit um, wenn der Gast last minute bucht, du hast schon eine sehr hohe Auslastung und der Gast, der hat immer in das Zimmer im hohen Stock mit Gartenview, wofür er immer bereit war zu zahlen, möchte er buchen. Und wie gehst du da damit um? Weil wenn andere Leute jetzt früher buchen, haben sie ein bestimmtes Zimmer im Haus. Das heißt, wenn dein Stammgast später zurückkommt, online bucht, kann er nicht zu seinem Favoritenzimmer kommen, weil du hast nicht die Möglichkeit, nachher im Haus dynamisch die Zimmer auszutauschen. Das ist richtig natürlich. Wir haben schon dynamisch die Zimmer, du kannst schon zum gewissen Grad dynamisch die Zimmer aussuchen, weil es passiert jetzt, also diesen Fall, der eintritt, dass du sagst, der Stammgast, der will jetzt genau das, also meistens ist es ja so, dass ein Stammgast nicht nur sagt, ich will hohe Stockwerke, sondern ich will das Zimmer 7 und 8. Ja, ich will mein Zimmer haben. Ja, so, ja klar. Und ich glaube, das Problem haben wir alle heute sowieso schon, weil der Stammgast sagt genau, ich will das Zimmer haben. Aber zu deinem Punkt, schränkst du dich operativ ein? Nee, eigentlich nicht, weil wenn du so verkaufst, dann wirst du merken, weil die meisten Leute haben gar nicht so viele Attribute, die sie aussuchen. Die sagen, okay, ich will ein großes Bett und ich will die bodentiefe Dusche und ein ruhiges Zimmer. 3 vielleicht. Ja, okay. Es gibt und dann hast du trotzdem noch 5 verschiedene Zimmer, die dem vielleicht entsprechen. Ruhiges Zimmer, bodentiefe Dusche und so weiter. Du mischst sozusagen dein Inventar nur neu auf. Klar, der Gast, der sagt, ich will genau das Zimmer 708. Da kannst du nichts mehr machen. Du musst natürlich, entweder ist es da oder es ist nicht da. Und das stimmt natürlich. Und das musst du aber, glaube ich, jetzt auch schon immer managen. Du hast aber diese Problematik, wie du sagst, dass du dieses Zimmer vielleicht, sagen wir mal, die 708 schon belegt hast, weil andere Leute irgendwas da gebucht haben. Da hast du immer noch Auswahlmöglichkeiten, weil derjenige, der jetzt in der 708 ist, an dem gleichen Tag, hat nur gesagt, er will hohes Stockwerk und bodentiefe Dusche. Ja, dann kannst du den ja schieben. Derjenige, der sagt, ich will die 7 oder 8 haben, den kannst du nicht schieben. Also das ist, glaube ich, immer das Problem, Marco, das hast du natürlich. Unsere Erfahrung zeigt allerdings, wenn man sich darauf einlässt, und das geht natürlich, deswegen geht der attributbasierte Verkauf im klassischen Sinne, hier ist meine Kategorie und hier sind meine Attribute, wirst du das Problem viel mehr haben, als wenn du sagst, ich mache dynamisches Inventar. Dynamisches Inventar bedeutet, du machst es ganz anders und dann hast du das Problem gar nicht. Und das machen wir ja. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel dazu zum Erfolg, weil sonst hast du eben diese operative Einschränkung, die möchtest du nicht. Also wir haben gesagt, für die Conversions konkret auf der Buchungsmaske, wir müssen es vereinfachen, wir müssen einfache Auswahlen geben, klare Auswahlen geben, klar auch die Vorteile natürlich kommunizieren. Diesen Social Proof Aspekt ist noch ganz wichtig, das geht so ein bisschen mit rein. Da geht es wirklich darum, einfach den Kunden alle Bedenken zu nehmen. Also sei das jetzt mit einem Preisfeature, wo du sagst, es ist wirklich am günstigsten hier oder du kriegst die besten Preise mit uns, aber auch, wie du gesagt hast, der so und so viele Familien buchen dieses Zimmer und so viele Businessreisende buchen dieses Zimmer. Also wirklich den Leuten die Sicherheit geben, Unklarheiten wegnehmen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei sind natürlich auch die Inhalte. Also die Inhalte, die ich nutze, die Bilder, die Beschreibungen, oder die Videos oder was auch immer ich nutze, um die Zimmer darzustellen, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auch da wieder überfordern macht keinen Sinn. Ich brauche nicht 937 Bilder von jedem Winkel von der Toilette in meinem Raum dargestellt, aber ich muss irgendwo, also wir haben so die beste Erfahrung, wo zwischen 5 und maximum 10 gute Bilder von einem Raum machen Sinn, um klar darzustellen, was es ist. Das ist natürlich auch ein ganz, 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 ganz wichtiger anderer Aspekt. Was gibt es denn noch für andere Elemente, wo ihr sagt, wirklich ganz wichtig, um ganz konkret auf der Buchungsmaske, schaut euch das an, um weiterzukommen. Ich glaube, so eine Diskussion ist auch Komplexität. Wie viel Daten nimmst du? Das ist immer wieder eine Diskussion, die wir führen. Umwandlung, je weniger Daten du abfragst, wenn du sagst, ich gebe dir eine E-Mail und damit kannst du buchen, dann wirst du viel mehr Buchung kriegen, dafür dann aber operationell Herausforderungen haben, weil du eine E-Mail hast und niemand reagiert und niemand kommt. Wo seht ihr da die goldene Mitte? Oder wie findest du diese Mischung zwischen operationell sinnvoll, aber Marketing und Verkaufsgetrieben? Ja,
Die OTAs, die haben seit Jahren jetzt eigentlich nur ein Stichwort: Friction. Friction, Friction. Was kann ich machen, um eine Buchung zu erleichtern? Das fängt fürs Hotel auf der Webseite an. Wie kann ich einfach in die Buchungsstrecke einleiten und danach für, wenn man einmal auf seine eigene Buchungsmaske kommt, ob das jetzt eine standardisierte Lösung ist oder ob sie eine eigene Buchungsmaske entwickeln lassen, ist es natürlich sehr die große Frage, wie einfach kann es sein? Wir machen da regelmäßig bei uns A/B-Testings, ab und zu für ganz winzige Sachen. Eine der großen, die wir vor 2 Jahren ja eigentlich gemacht haben, war rund um die Stornungsbedingungen. Wir wissen auch von den OTAs, dass Stornungsbedingungen oft eine ziemlich starke Auswirkung haben auf Konversion. Und da war bei uns einfach die Frage, inwiefern sollen wir die Stornobedingungen anzeigen, nicht anzeigen und so weiter. Die Zahlen waren sehr eindeutig. Wir sollen die minimalisieren, nicht so stark darstellen. Und ja, da haben wir uns dann auch mit den Gefühlen von vielen von unseren Kunden, Hoteliers, auseinandersetzen müssen, wo die Leute dann gesagt haben, ihr müsst es unbedingt darstellen, weil naja, verschiedene Argumenten, aber die Zahlen sind einfach da. Die Zahlen haben uns einfach gezeigt, dass unsere Buchungsmaske generiert mehr Buchungen, bessere Konversion, wenn wir die Stornobedingungen nicht groß darstellen. Klar müssen die Leute am Ende der Strecke einstimmen mit den ganzen Konditionen, den Verkaufskonditionen, aber auch da haben wir etwas lernen können durch die Zahlen, durchs Messen. Und es sind ja auch da kleine Tweaks, also es geht ja nicht darum, ich mache jetzt zum Beispiel Stornierungsbedingungen, ich mache jetzt ist einfach der Tweak, ich zeige sie ganz klein an, oben auf der dritten Seite mit einem minimalen Text, oder ich mache ein großes rotes Titel, der sagt, du kannst es nicht mehr stornieren. Also es sind wirklich diese kleinen Tweaks, die einen riesen Unterschied machen. Das ist ein sehr spannender Punkt. Wo ist da eure Erfahrung, Markus? Ja, also ich meine, ähnlich. Also ich meine, wir haben Kunden, witzigerweise, das hängt natürlich immer am Hotel ab, ja. Aber bei einem Kunden, wenn ich mir die Cancellation Conditions durchlese, dann denke ich, der will gar keine Kunden haben. Bitte nicht buchen, sonst, weil du kannst nur canceln aus dem und Paragraph, sonst was so ungefähr. Funktioniert natürlich, aber ich meine, der hat natürlich eine riesen Conversion, ein amerikanischer Kunde, wo ich spreche. Aber da ist halt der Ansturm trotzdem so groß und da ist die operative Problematik so groß, dass das so funktioniert bei dem. Also ich weiß nicht, ob man das allgemein wieder sagen kann, aber generell würde ich das auch so sehen. Die große Herausforderung, die wir auch haben mit Kunden ist, wenn man plötzlich dynamisches Inventar verkauft, wie wir plötzlich dann sagt, dann hat man ja dynamisch andere Produkte. Aber die meisten Hoteliers sind natürlich immer noch in ihrem jetzigen Verkaufslogik. Und da sind wir auf diese, um verschiedene Preispunkte zu generieren, haben wir diese Ratenpläne, viel zu viele Ratenpläne. Und da jetzt buche jetzt und kannst nicht mehr stornieren und safe und diese ganzen Ratenpläne mit verschiedenen Storno- und Zahlungsbedingungen. Und das sehen wir ganz klar. Wenn du zu viele von diesen Ratenplänen hast, das schlägt auf deine Conversion aus. Also das ist die beste Conversion, das ist einfach nur ein. Der hast einfach nur, es machst es einfach leicht und am besten hast du keine Cancellation Condition, genau, und machst es wirklich einfach. Natürlich hast du dann die höchste Conversion. Ob das die Operative dann gut findet, das ist eine andere Geschichte. Aber wenn du es möglichst einfach machst und da auch nicht so viele Optionen mit deinen Ratenplänen hast, dass man nicht mehr weiß, was ich will, natürlich gibt es dann die Möglichkeit Upselling, Downselling, also ne, buche jetzt, spare 20%, dafür kannst du nicht canceln und so weiter. Ich weiß nicht, also wir sehen höchsten Conversion-Rate, umso einfachst du es machst, auch mit diesen Ratenplänen, und die besten Conversion haben diejenigen, die noch nicht mal Kreditkarten wollen. So. Aber ob die dann alle kommen, ist eine andere Geschichte. Ja, du hast andere Herausforderungen. Aber von der Conversion her, das haben die höchsten. Ja, und da ist dann immer die Frage, musst du die Kreditkarte in dem Moment haben? Musst du die volle Adresse und das Geburtsdatum vom Hund in diesem Moment schon haben oder nicht? Also das spielt dann auch wieder in das Gesamtbild, denke ich, rein. Ich denke, also wo wir sehen, wo die besten Erfahrungen herkommen, ist, wenn du sagst, ich mache Conversion, Webseite, E-Commerce ist verkauft das Ziel. Natürlich im Rahmen von dem, was Sinn macht. Also wenn ich weiß, meine Bude ist über Weihnachten pumpevoll, dann muss ich nicht Buchung für einen Tag oder für einen günstigen Preis annehmen. Dann kann ich natürlich klar mit meinen
Mindestaufenthalten, Stornierungsbedingungen etc. spielen. Aber auch da wieder dann lieber sagen, du hast eine nicht stornierbare in dieser Phase, Punkt, Schluss. Du hast nicht drei Optionen und kannst wählen, wann, wie, wo, was. Und wenn du dann die Gäste danach abholen kannst, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt dahin, das wird mich 2.500 Franken kosten, die Ferien oder was auch immer. Ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen, dann ist der Schmerz mal weg. Und wenn ich dann, keine Ahnung, 2 Tage danach zum Beispiel die Kreditkarte abfrage und sage, du hast ja gebucht, bitte bestätige, bitte hinterleg die Kreditkarte, um jetzt zu bezahlen, damit deine Buchung auch bestehen bleibt. Oder in irgendeiner Form im Pre-Stay-Prozess sagen, du musst es bestätigen, du musst die Kreditkarte, musst dir deine Details hinterlegen, mach ein Online-Check-In, damit du es dir einfacher machst. Also das ist dann immer so diese Diskussion oder diese Diskrepanz zwischen Operations und Sales. Und dann, glaube ich, ist es immer schwierig, wo setze ich die Prioritäten, was muss ich in dem Moment dieser Buchungsmasken-Conversion, ist ja viel, ist eine große Erwartung an diesen Gast, was er da alles machen muss in dem Moment. Wenn ich das, je mehr ich das reduzieren kann und das irgendwo zu einem anderen Moment bringen kann, habe ich das Gefühl, das sind eigentlich die besten E-Commerce-Erfahrungen, die wir sehen. Da ein Punkt, den du noch angesprochen hast, Marco, dieses A/B-Testing, finde ich noch ganz spannender Punkt, vielleicht ganz kurz da noch drauf eingehen, weil ich glaube, auch das ist etwas, wo Hoteliers viel davon profitieren können. Also auf der einen Seite natürlich wir als Anbieter haben die Möglichkeit, auf einem technischen Niveau wirklich ganz genau zu sagen, ich zeige der Hälfte der Leute diese Seite, die Hälfte der Leute zeige ich diese Seite, das klassische A/B-Testing, und dann schaue ich, bei welchem klicken mehr Leute auf diesen Knopf und bei welchem klicken mehr Leute weg. Also das ist, sagen wir mal, der Ansatz, das können die meisten Hoteliers, es sei denn, du entwickelst deine eigene Buchungsmaske, natürlich so nicht umsetzen. Aber ich glaube, den Ansatz vom Testen trotzdem sehr spannend. Also jetzt einfach mal zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal für 3 Monate die Stornierungsbedingungen zu ändern, oder ich versuche mal dieses Zimmer, diesen Stornierungsbedingungen in irgendeiner Form Sachen auszuprobieren. Ich versuche mal andere Bilder zu testen. Ich versuche mal ganz, ganz gezielt zu sagen, jetzt ändere ich das für 2 Wochen und schauen, was der Einfluss drauf ist und was meine Conversion Rate, wie sich die verändert. Ich glaube, ist trotzdem ein interessanter Punkt. Auch da, wir sprechen von ganz, ganz kleinen Babyschrittchen. Ich werde nicht ein Bild ändern und dann komme ich zu plötzlich 100.000 mehr Buchungen. Aber wenn ich das konstant mache, in einem Rhythmus bin von diesen Testen, immer wieder Sachen ausprobiere und schaue, was geht besser, was geht schlechter und mich so weiterentwickle, dann kann das auch einen riesen Einfluss haben. Weil am Schluss vom Tag, jedes Haus ist individuell, sind unterschiedliche Gäste, sind unterschiedliche Bedürfnisse. Eine wirklich goldene Regel gibt es nicht. Wegen dem ist auch da wieder, glaube ich, Testen ein riesen Ansatz. Weiß nicht, was ihr dafür für Erfahrungen habt oder wie ihr damit umgeht, Markus. Ja, machen wir die ganze Zeit. Ich meine, wenn du natürlich auf einer grünen Wiese, musst du auch machen irgendwo, weil wenn du natürlich auf einer grünen Wiese sagst, und ich glaube, es sind noch viele Sachen, die wir auch noch nicht wissen oder generell einfach nicht, zum Beispiel Bilder hast du angesprochen, ja, welche Bilder mit welchen Zimmernamen funktionieren am besten? Das ist ja ein riesen Research-Feld, ja, und da haben wir natürlich ein paar A/B-Tests und hier gemacht, aber da sind wir natürlich auch mit vielen Universitäten noch jetzt dabei und Professoren, wo wir einfach sagen, okay, mach mal einen Test hier, mach mal einen Test da. Aber das ist natürlich sehr wichtig, machen wir auch. Jetzt habe ich die Bilder, den Namen. Aber das mit A/B-Testing, wie gesagt, müssen wir die ganze Zeit machen, um einfach zu schauen, was funktioniert. Also ein Beispiel kann ich sagen, da haben wir jetzt probieren wir was aus bei einem Kunden, der verkauft zum Beispiel Lucky Rooms, ne? Also Glückszimmer. So, und das ist natürlich auch, wenn du jetzt ein Haus hast, du hast ein Hotel und da hast du jetzt ganz viele verschiedene Zimmer, weil es eben nicht das Box-Standard-Hotel ist, sondern du bist irgendwo in den Alpen oder sonst wo, kannst du natürlich sagen, ich verkaufe ein Glückszimmer. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch über Drittkanäle haben wir das verkauft, dass diese Glückszimmer, die Gäste waren happier nach dem Einchecken, weil die wussten ja nicht, was es kam, ne? Ob es jetzt die Besenkammer war oder es war das Superzimmer, irgendwo, ja, mal Glück oder mal Unglück so ungefähr gehabt, ne? Also die Mindset, und wir haben sogar höhere Average-Raten gemacht. Das hat jetzt für dieses Haus funktioniert. Natürlich probieren wir das jetzt mit A/B-Testing mit anderen auch aus, ja, dass das irgendwie funktioniert. Aber sowas, denke ich, musst du die ganze Zeit machen. Und was für das eine Haus funktioniert, muss nicht unbedingt für das andere Haus funktionieren. Das ist im Prinzip ein komplett neuer Ansatz, wo du sagst im Prinzip, ich sag dir nicht, was du kriegst. Du sagst mir einfach, ich möchte in Zimmer kommen mit 2 Leuten, fertig. Und dann sagen wir dir, das kostet dich X. Das heißt, die OTAs, die Price Comparison ist nicht möglich, es ist komplett opaque, niemand weiß, wo du dann übernachtest, und du als Hotelier hast
komplette Freiheit zu sagen, ja, jetzt ist halt nur noch die Besenkammer frei, jetzt muss ich dich halt da reinsetzen, ist noch immer okay für den Preis, oder ich setze dich halt in die Suite, weil alle anderen Zimmer sind schon ausgebucht. Okay, sehr spannender Ansatz, super, super interessantes Experiment. Ja, also es funktioniert da, aber es funktioniert natürlich auch da, der verkauft nämlich nicht nur Glückszimmer, der verkauft natürlich dann auch personalisiert. Ne? Du sagst, ich möchte jetzt das hohe Stockwerk nach hinten haben und zum Blick dahin und sonst was, kriegst du dann aber auch im Gegenzug dessen und zahlst natürlich auch mehr. Also diese Kombination ist, glaube ich, immer wichtig und ja, das ist, wie gesagt, es ist spannend, es funktioniert für das eine Haus, muss nicht unbedingt für das andere Haus funktionieren, das weiß man eben nicht, ja. The Run of the House besteht auch schon seit Jahren. Kreuzfahrt ja. Macht es auch sehr aktiv, um Leute auch so eine Art von Upselling in deren Industrie einen Standardpreis zu verkaufen und dann die Leute schmackhaft zu machen fürs nächste Mal mit ein schöneres Zimmer. Als wir vorher gesprochen haben, A/B-Testing, würde ich einfach auch für viele Hotels vorschlagen, versucht es mal auf jede Seite Ihrer Webseite einen Link zur Buchungsmaske einzutragen. Ist ein ganz einfaches Experiment. Ganz einfach. Da bei dem Punkt, was bei mir halt noch so ein bisschen hochkommt, wir hatten auch intern immer wieder die Diskussion über die letzten Monate. Wir sprechen von A/B-Testing, wir sprechen von Messen, unbedingt datenbasiert arbeiten und sagen wir es noch Marketing, E-Commerce-Perspektive, also noch Hotelier-Perspektive ist natürlich das, was wir machen wollen. Jetzt ist die Realität, dass wir verschiedenste Regeln und Ansätze, Regulationen haben, die uns da immer mehr beschränken. Also wir sprechen jetzt zum Beispiel von diesen ganzen neuen Cookie-Regeln, oder nicht neuen, aber diesen ganzen Cookie-Ansätzen, wo ich im Prinzip das Tracking immer wie schwieriger mache. Und ich sagen wir standardmäßig mal sage, Gast, ich track dich nicht, weil ich darf dich nicht tracken, ich darf ja nicht rausfinden, wer du bist. Die ganz Großen haben sowieso technische Möglichkeiten, das zu umgehen. Für die Hoteliers wird das immer komplizierter. Wo seht ihr das? Oder Marco, wo siehst du da? Wie kommen wir mit diesem Dilemma miteinander aus? Ja, also wir als Provider sind hauptsächlich in allgemeine Trends interessiert. Da gibt es heute technische Lösungen, die sie uns erlauben, nicht mehr die Leute richtig individual zu sagen von, hey, du Gast, du wohnst in diesem Stadt, in diesem Land, aber wo wir dann eher auf regionale Ebene messen können, was für uns natürlich auf technischer Ebene ausreicht. Wir werden eher mit Segmenten arbeiten von Leuten, die aus Europa kommen, Leute, die einheimisch auch aus Schweiz kommen, Leute, die vielleicht eher aus Asien, Vereinigten Staaten und so weiter kommen. Damit können wir grundsätzlich mit den heutigen Spielregeln immer noch gut messen. Was wesentlich schwerer ist, ist dieses richtige Hyper-Personalisieren. Das macht es schwieriger. Was ich immer noch interessant finde, ist, die Regeln werden immer strenger. Aber wenn wir zum Beispiel die Daten dann auch sehen von was für Prozentsatz von den Leuten sagt einfach, ich akzeptiere alles, weil ich möchte die Webseite so nutzen, wie sie eigentlich ursprünglich geplant ist, was für ein Prozentsatz von den Leuten sagt, ich möchte unbedingt kein Tracking haben, ich möchte nie über Internet gefolgt werden. Großer Teil der Leute ist es eigentlich wurscht. Und die Industrie geht auch immer weiter Richtung Hyperpersonalisierung. Ist auch ein Teil, was zur Konversion gehört. Und ja, das Messen wird also weiterhin für ein großes Teil immer noch verfügbar sein. Aber weniger präzise halt für bestimmte Kunden. Ja. Ich meine, ich glaube, die Daten, die, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich meine, für uns sind natürlich Echtzeitdaten, ich nenne das actionable, wie würdest du das auf Deutsch sagen? Aktionsmögliche mögliche Daten in Echtzeit sind natürlich wichtiger. Natürlich gibt es da immer, und da kann man natürlich auch ohne Cookies, ich weiß ja, wenn zum Beispiel in der Buchungsvorhaben, ich habe jetzt das Produkt geklickt oder das geklickt
oder ich habe jetzt den nächsten Schritt oder ich bin auch technisch auf einer neuen URL etc. Da kann ich natürlich viel machen und dann dementsprechend in Echtzeit andere Produkte oder andere Flows ausspielen. Da kommen wir zur Hyperpersonalisierung. Das wird auch so möglich sein. Ich glaube, das ist dann auch, was die meisten Leute, das ist ja auch zum Vorteil des Buchers oder des Gastes, dass diese Daten dann allerdings aufgehoben werden und später für meine Werbung benutzt werden, das ist nicht in meinem Interesse als Consumer. Und das ist ja sicherlich da, wo wir auch, und wir sagen auch, wir brauchen eigentlich auch gar keine diese historischen Daten, weil jede Buchung ist wieder neu, der Kontext ist wieder neu, ich reise vielleicht diesmal mit was ganz anderem, diesmal mit Hund, morgen nicht mit Hund und so weiter. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt diese Daten. Also insofern ist für uns das jetzt kein Hindernis, diese Entwicklung mit der Datenregulierung, sondern es geht eigentlich um die Möglichkeit, in Echtzeit Daten zu sammeln, die man auch nutzen kann und auch nur während dieses Prozesses. Ja, das ist so da, wo es bei uns zumindest hingeht. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ich glaube, eine Frage vielleicht für euch generell oder auch, ich weiß nicht, wie man generell das macht, wenn wir wieder von Conversion sprechen, dann reden wir ja über Sessions, wie gesagt, auf die Webseite oder eben auf die Buchungsmaske. Und da nutzen die meisten ja Google Tracking. Und da gibt es natürlich dann auch wieder Regeln, weil was ist eine Session zum Beispiel bei Google? Da muss es so und so viele Sekunden da auf der Webseite sein und die haben ja gewisse Definitionen. Ja? Und wie ist da eure Erfahrung? Also wie trackt man? Weil die Google-Definition muss nicht die wahrhaftige sein, aber es ist wahrscheinlich die meisten nutzen. Aber oder habt ihr da noch andere Beispiele, wie ihr das messt? Also wir nutzen zum Teil auch Google, haben auch andere Tools da im Hintergrund, die wir da einsetzen. Ist natürlich total abhängig erstmal vom, was darf man pro Land machen. Das ist natürlich auch wieder anders. Man darf nicht in alle Länder die gleichen Tools einsetzen. Und da gehen wir dann eigentlich mit der Standardwerte von den verschiedenen Tools weiter. Unsere Expertise ist in der Buchungsmaske, in der Online-Distribution. Die ganze Auswertung von ab wann ist ein Gast dann ein richtige Session, ist ein Beruf, wurde von diese großen Spieler, ob es jetzt Google oder die anderen sind, die auch keine kleinen Spieler in dem Markt sind, bestimmt, und ja, das wollen wir nicht dagegen gehen, weil ansonsten unsere Werten ja eigentlich keinen Wert mehr haben. Wenn wir selber etwas bestimmen, ist es ja nicht mehr vergleichbar, und am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass wir messen können gegenüber von der Rest der Industrie, wie verhält sich unser Produkt, und zu schauen, dass wir auf jeden Fall in der höheren Segment von der Konversion sitzen. Also viel Tram-Tram, viele Regeln und am Schluss vom Tag die eine Hälfte der Leute interessiert es nicht, und die, die es trotzdem ausnutzen wollen, die werden wahrscheinlich andere Wege finden, es auszunutzen. Also spannende Entwicklungen. Wir kommen so langsam zum Ende. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele spannende Themen angeschaut. Also diesen Unterschied zwischen produktebasierten und eben eurem Attribute-based, attributbasierten Verkauf habe ich super spannend gefunden. Die verschiedensten Elemente, wie ich es einfach machen kann, für die Kunden zu buchen, die Qual der Wahl wegnehmen, so simpel und einfach zu machen, klare Messages kommunizieren, und vor allem der Ursprung davon, glaube ich, mal sich gut Gedanken darüber machen, wer kommt denn, wo kommt auf meine Webseite und wie kann ich denen am besten dienen. Noch irgendwelche schönen Abschlussworte, Conclusions von eurer Seite, sonst würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende vom Livestream. Für mich zielt auf den Markt Standard. Heute diese 4% Konversion. Alles, was drüber ist, seid froh damit. Je höher, desto besser. Klar, da bekommt ihr den besten Return on Investment auf eure Marketing-Spende. Ja, auch von meiner Seite. Super, ja, Spaß gemacht. Super Spaß gemacht. Vielen Dank. Und auch übrigens die Conversion-Rate auch bei uns. Ist sehr, sehr hoch, natürlich, wenn du relevant verkaufst, weil man natürlich auch viele Telefon- und E-Mail-Anrufe damit reduziert, weil die Leute plötzlich natürlich dann auch komplexere Anfragen online durchführen können. Und das schlägt sich natürlich schon auf deine Conversion-Rate aus, also auch bei uns.
Super, cool. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Mitmachen. Wir hatten diese Session keine offenen Fragen. Ich sehe auch jetzt nichts mehr im Kommentaren drin. Wenn es noch irgendwelche Fragen für uns gäbe, wäre jetzt noch die letzte Chance, sonst gerne auch einfach posten und wir versuchen es danach per einfach geschrieben auf LinkedIn oder auf Facebook zu beantworten. Wir haben den nächsten Livestream am 13. Dezember. Ist kein Freitag, das ist ein Mittwoch, 10 Uhr, 13. Dezember. Die Thematik werden wir veröffentlichen, sobald wir es ganz genau definiert haben. Wir haben ein paar Optionen offen im Moment. Also 13. Dezember geht es zum nächsten Livestream noch vor in diesem Jahr, dann der letzte im 2023. Gut, vielen, vielen Dank, Markus. Danke, Marco, fürs Gespräch. Schönen Tag noch, vielen Dank und bis bald. Bis bald. Wiedersehen. Okay.